Ich habe die Gabel der Gänsehaut benutzt, um den Riesennetzspulen zu töten. Ganz offenbar prüft Chiogorath mich. Ich habe keinen Zweifel, dass er dies sehr genießt. Ich muss nur mit der Gabel zu Chiogorath zurückkehren. Der ist in Vivek, also es hat gegolten. Schade, dass wir die Seele nicht stehen konnten. Wirklich sehr schade. Was habe ich denn da jetzt? Magie entziehen. Ach so, wegen der Gabel. So, da. Oh. Mist, er hat uns gesehen. Na gut. So, das war eine, ist eine Schlammkrabbe weniger. Aber da haben wir noch einen Netsch und einen normalen Netschbullen. Jetzt. Ach, keine Seele leider. Schade. Und looten können wir ihn auch nicht, oder was? Na toll. Na gut, dann halt nicht. Gut, das war's mit dieser Insel. So, jetzt die Frage. Wo als nächstes hin? Entweder dorthin. Ich glaube, ich möchte tatsächlich dorthin. Dann hier ist noch eine ganz kleine und dann darüber. Und dann hier so runter. Dann die hier. Vielleicht auch noch hier kurz zum Strand. Keine Ahnung. Und dann. Und dann machen wir die große Insel. Und wenn wir hier in der Nähe sind, machen wir die hier auch noch. Die kleine. Und wenn wir da in der Nähe sind, machen wir die beiden auch noch. Also die machen wir, wenn wir da sind. Die machen wir, wenn wir da sind. Und dann haben wir nur noch diese hier. Und diese da. Und das da. Und Wurst haben wir natürlich auch noch. So, aber jetzt erstmal zu der da möchte ich. Die ist dort. Wo ist festes Wasser? Da ist festes Wasser. Da ist sie, die Insel. Volltreffer. Ein Klippenläufer weniger. Da unten scheint eine Bucht zu sein. Okay. Ich gehe jetzt erstmal den Berg entlang. Die Insel ist ja nicht wirklich groß. Und wir möchten dann sowieso wieder in diese Richtung zurück. Also kann ich so im Kreis ein bisschen gehen. Okay, hat uns nicht gesehen. Ah, aber fliegt dorthin. War natürlich perfekt jetzt für uns. Kann er uns später nicht mehr überraschen. Ein erkrankter Klippenläufer. So, das da müsste schon die Insel da sein, genau. Nein, den möchte ich jetzt nicht holen. Da müsste ich da dann hin und das möchte ich nicht. Ah! Das ist eine goldene Heilige. Ich glaube, das ist eine goldene Heilige. Deine Seele wird gesammelt.
Und mal Starter. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe den goldenen heiligen Starter getötet, den mächtigsten der Daedra, die ich auf der Insel fand. Das ist diese eine Insel. Stumpfe Waffe 75 Punkte, leider keine Seele gesammelt von Daedroth. Ja, okay, das ist nur ein Daedroth, okay. Daedra-Herz, zwei Chitin-Pfeile. Also das war ein normaler Daedroth und das da war Starter. Daedra-Herz, Sheugorath Siegelring. Aha! Das ist der Beweis, den wir brauchen. Schild der Wunden. Gib mir jetzt Langschwert. Okay. Ich speichere vorsichtshalber mal. Boah, ich bin ja fast tot. Wie ist denn das passiert? Ich habe nur noch halbes Leben. Ich trage aber schon den. Ja, ich trage ihn. Okay, dann regeneriert es wenigstens. Oh. Da ist die Hütte. Aber es scheint niemand hier zu sein. Reinhard Rolands Hütte. Mal nachsehen. Nein, das war's nicht. Reinhard Roland. Tatsache. Also die dürfen wir eigentlich nicht stören. Aber ich speichere jetzt mal. Nochmal. Und geh mal rein. Hihi. Seid gegrüßt. Hallo, wer seid ihr? Was tut ihr hier? Bitte, ihr müsst gehen. Tagebuch aktualisiert. Okay. Ich dachte, ich kann mich reinschleichen. Das ist echt bescheuert. Tagebuch aktualisiert. Ich habe Reinhard gestört. Dazu wird nicht erfreut sein. Nee, wir laden nochmal. Genau, deswegen habe ich vorher gespeichert. Ich wollte mich eigentlich... Halt, Moment mal. Jetzt bin ich gerade drin. Ich könnte mich umsehen. Ob es hier irgendwas gibt, was es wert wäre, dass wir nochmal zurückkommen. Wir können nicht im Bett eines anderen schlafen. Hatte ich auch nicht vor. Okay, nichts. Wir könnten sie töten. Ihr werdet sterben! Du bist tot! Wir laden sowieso wieder neu, also... nein, die hat tatsächlich nichts. Also hier gibt es nichts von Wert für uns. Gut, also wir laden nochmal. Ich wollte tatsächlich mich reinschleichen und die hat uns sofort angesprochen, obwohl ich geschlichen habe, als wir rein sind. Das ist natürlich blöd. Aber gut, ich hatte schon Angst, sie wäre irgendwo an einem Lagerfeuer und wir stören sie, wenn wir zu nah rangehen. Da ist das mit einer Hütte und einem separaten, ja. Hier ist das nochmal. Separatem Abschnitt. Ist das natürlich besser. Für uns zumindest. Oh, Moment mal. Die geben Seelen. Und sehen uns. Wo war denn jetzt der Klippenläufer? Hä, wie ist der jetzt gestorben? Und warum habe ich so wenig Leben? So, das müsste einer der gewesen sein und einer der. Perfekt. Wo war jetzt der Klippenläufer? Ah, hier. So, was hat uns jetzt gesehen? Zwei Hunger. So, das war einer.
Das war der zweite. So, das ist der Klippenläufer. Von den Hungern möchte ich ja die Seelen gar nicht stehlen. Aber ich finde es geil, wir haben die Seele von Stade. Ist der eigentlich mehr wert? Nein, auch 80.000. Wie eine normale goldene Heilige. Okay. Das ist doch ein Orgrim. Hallo Orgrim. Die Götter der Seele. Danke. Ist nämlich auch so eine. Okay, also das hier ist, glaube ich, die Bucht, die wir gesehen hatten zu Beginn. Ja genau, da sind wir an Land gekommen. Das war die Bucht, die ich gesehen hatte. Man hätte sich also den Weg hier so freikämpfen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Okay, so, jetzt geht's ab Richtung Süden. Denn hier müsste eigentlich ein kleiner Punkt sein. In dem man noch an Land gehen kann. Das hier müsste es sein. Dieser ganz kleine Punkt. Ja, eine Schlammkrabbe gibt es hier. Und das war's offenbar. Ja, scheint es gewesen zu sein. So, dann gehen wir jetzt nach Westen. Auf die Insel dort. Aber ich finde es toll, wir haben jetzt zwei Aufgaben gelöst. Eine von Azura und eine von Sheogorath. Sheogorath war, glaube ich, in Vivek und Azura war ja irgendwo da dieser verlassene Schreiner. Oh, da gibt es einen Schiffswrack. Hier daneben. Wir gehen einfach mal da ein bisschen links hin. Also, jetzt hat uns irgendwas gesehen. Da. Und da. So, das war ein Klippenläufer. Jetzt ist noch irgendwas gesehen. Da rechts ist irgendwo. Auf der Minikarte wird da rechts etwas angezeigt. Eine Ratte. Sind wir eigentlich irgendwie schwächer geworden? Dass uns die Dedra so viel Schaden verursacht haben. Mist. Okay, da ist jetzt irgendwas im Wasser. Ja. So, kleiner Schlachterfisch mit Schuppen. So, machen wir das mal ein bisschen anders. Gut, perfekt. So, Läuferfedern. Ja, ich will da wieder hoch. Okay, komme ich nicht. Aber hier. Wir gehen zuerst da in die Kabine rein. Verlassenes Schiffswrack. Oh, nehme ich lieber weg. Hä? Rechnung? Kaiserlicher Bettzeuglieferant. Rechnung. Für unverzügliche Lieferung an. Der reine Telas aus Balmora in Wadenfell. 40 Kopfkissen. Verschickt am 8. Tag des Morgensterns. Das lassen wir mal. Schloss 5. Falsch.
Oh, Flynn. Flynn nehmen wir gerne mit. Okay, hier haben wir ein Fass mit diversem drin. Das nehmen wir alles mit. Hier ein Bettzeug zum Schlafen. Machen wir mal Infravision. Und Wasseratmung. Ich habe da irgendwie das Gefühl, das werden wir brauchen. Zack. Nehmen wir alles mit. Nein, das hier nicht. Hier ist gar nichts drin. Okay. Unterdeck. Da sind Kissen. Das, da kann ich ja nichts aufmachen. Das sind überall Kissen. Aha. Infravision hat nachgelassen. Schon wieder Kissen. Infravision, da. Kissen. Überall Kissen. Das waren jetzt 2, 4 Kissen mal 8. Das sind 32. Es fehlen also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind tatsächlich 40 Kissen. Na gut, egal. Das geht uns jetzt gerade nichts an. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Auftrag dafür haben, oder? Haben wir einen Auftrag dafür? Ich glaube nicht. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir einen Auftrag hätten. Nein. Gut, erkunden wir die Insel. So, jetzt hat uns irgendwas gesehen. Eine normale Ratte. Seitigen. Ah. Das sieht aus wie eine Ahnengruft. Was? Zugangsebene. Okay. Also eine Zugangsebene. Natürlich. Was sonst? Von was? Schwesterstadt von Moos oder was? Was? Das ist tatsächlich da drauf. Lol. Und es scheint auch so, als wäre das, die einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Gut, gehen wir rein. Wir speichern natürlich vorher. Und es wäre toll, wenn die freundlich wären da drin zu uns. Natürlich, ein Skelett fürs. Nichts mit Freundlichkeit. Mist. Ein Skelett-Kriegsfürst, glaube ich. Da. Der ist tot. Wie sieht's mit dir aus? Er lebt noch. So, gibt es hier irgendwas noch? Nee, sieht nicht danach aus.